Niemand von uns hat geglaubt, dass man angesichts der Bilder und Worte zur Tagesordnung übergehen kann. Wir waren uns unserer Verantwortung voll und ganz bewusst. Und genau deshalb haben wir mit dem Bundeskanzler auch einen gemeinsamen Weg gesucht. Was ist notwendig, um das Vertrauen in der Bevölkerung wiederherzustellen? Und wie können wir gleichzeitig im Interesse der Mehrheit der österreichischen Bevölkerung diese so wichtige Regierungsarbeit für das Land fortsetzen? Gemeinsam mit Kanzler Kurz wurde am Freitagabend und am Samstagvormittag die notwendigen Schritte definiert. Der Rückzug von HC Strache und Johann Gudenus aus allen politischen Ämtern. Die volle Aufklärung aller im Raum stehenden Vorwürfe rund um Spenden und Vergaben. Die Vorgangsweise, dem Bundespräsidenten Norbert Hofer für das Amt des Vizekanzlers vorzuschlagen. Die rasche Erarbeitung auch eines Pakets, wenn Sie so wollen, für einen moralischen Neustart mit einer neuen FPÖ-Führung. Und für all diese Maßnahmen wurde dann auch ein gemeinsamer zeitlicher Fahrplan für Erklärungen am Samstag erarbeitet. Die FPÖ hat ihren Teil der Vereinbarung gehalten. Die ÖVP hat im Verlauf des Samstagnachmittags dann jedoch eine völlig neue Forderung erhoben. Ich müsse das Innenministerium verlassen. Ich könne in ein anderes Ressort wechseln, egal welches, oder Clubobmann werden, und es darf vor allem auch kein anderer Freiheitlicher mir im Innenministerium nachfolgen. Dann könne die Regierung weitergehen. Ich füge nur hinzu, mir persönlich wurde das nicht gesagt, obwohl ich mehrmals die Gelegenheit geboten hätte in entsprechenden Gesprächen mit Bundeskanzler Kurz. Ich frage Sie jetzt eines, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn der jetzt angegebene Grund für mein notwendiges Ausscheiden aus dem Innenministerium meine Generalsekretärsfunktion im Jahr 2017 gewesen sein soll, warum kann dann nicht ein anderer Freiheitlicher, der nie diese Funktion innehatte, mir im Innenministerium nachfolgen und die konsequente freiheitliche Politik dort fortsetzen? Ich erinnere Sie auch, wie Norbert Hofer es getan hat, noch einmal daran, als es wegen tatsächlicher Korruption zu Ermittlungen und Prozessen gegen hochrangige ÖVP-Politiker wie zum Beispiel Ernst Strasser gekommen ist, waren sowohl das Justiz- als auch das Innenministerium fest in schwarzen Händen. Und ich wundere mich manchmal, dass der Bundeskanzler dieser Republik oder seine Berater so weit gehen, einem tadellosen Beamtenapparat in die Nähe des Amtsmissbrauchs zu bringen. Das ist nämlich der Vorwurf, der bei all diesen Dingen im Raum steht. Und ich erinnere an noch etwas. Dem Bundespräsidenten war es bei der Bildung dieser Bundesregierung wichtig, dass im Sinne sauberer Rechtsstaatlichkeit und klarer Gewaltentrennung das Justiz- und das Innenministerium nicht in den Händen derselben Partei sind. Für uns Freiheitliche war diese Regelung eine Selbstverständlichkeit, obwohl in der Vergangenheit unter SPÖ-Bundespräsidenten beide Ressorts in Händen ein und derselben Partei, in Schwarzen nämlich, gewesen sind. Für uns Freiheitliche ist diese Vorgangsweise der ÖVP kein verantwortungsbewusster oder kein staatstragender Schritt. Es ist nicht der Versuch, die Regierung, deren Arbeit von großen Teilen der Bevölkerung in Österreich geschätzt wird, im Interesse der Menschen fortzuführen. Es ist auch nicht der Versuch, uns allen einen unnötigen und teuren Wahlkampf zu ersparen. Und es ist auch nicht der Versuch, verloren gegangenes Vertrauen wiederherzustellen. Nein, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist etwas ganz anderes. Es ist der Versuch, die eigene Macht innerhalb der Regierung auszubauen. Es ist die Absicht, einen Regierungspartner zu knebeln. Es ist die Absicht, eine Spaltung in seinen Reihen herbeizuführen, einen Keil hineinzutreiben, wie wir das alles schon einmal erleben mussten. Es ist ein Rückfall, wenn Sie so wollen,
in die Untiefen der ÖVP-Machtpolitik, die dieses Land so viele Jahre gelähmt gehalten hat. Und dazu können und wollen wir Freiheitliche keinen Beitrag leisten. War es auf Ibiza eine verantwortungslose Besoffenheit infolge von Alkohol, dann ist das jetzige Vorgehen der ÖVP eine kalte und nüchterne Machtbesoffenheit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Eigeninteressen ohne Rücksicht auf Verluste und ohne Bedacht auf die Folgen für diese Aktionen in Kauf nimmt.